Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, der Sommer rückt immer näher. Ja, es wird immer wärmer und ihr freut euch bestimmt schon, ja natürlich auf die Osterferien, klar, falls ihr nicht jetzt schon drin seid, oder auch auf die Sommerferien. Und deswegen, Leute, gibt es heute vom Playmobil das Luxusferienhaus aus der City Life Serie. Ja, das Luxusferienhaus. Das sieht schon fast aus wie so, ja, wie die Luxusvilla eigentlich. Passt auch sehr gut, farblich natürlich, ne? Und das hier ist das Luxusferienhaus. Ja, mit einem Jetski, hat die Playmobil Nummer 5636, Leute. Ist ab 4 Jahren geeignet. Bis 10 Jahre, darüber hinaus auf jeden Fall auch. Und es gibt genau 100 Teile in diesem Set. Und schaut euch mal dieses Ferienhaus hier an. Es sieht einfach phänomenal aus. Es sieht halt aus wie so eine kleine Luxusvilla, aber am Strand. Ne? Und das sehen wir hier auch. Und das ist echt super cool gemacht, Leute. Also, wir finden es phänomenal. Deswegen haben wir uns das natürlich auch geholt. Von Amazon. Und von der Farbe her sieht es aus wie die Luxusvilla. Ne? Man könnte also denken, das ist irgend so ein Ergänzungsset zur Luxusvilla. Kann man vielleicht auch machen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das hier an die Seite passt, weil hier oben sieht man das ja auch, ne? Von innen. Da haben wir auch ein bisschen Platz. Natürlich nicht so viel wie in der Luxusvilla, aber es ist ja auch nur ein Ferienhaus. Nur. So, und wir werden das heute selbstverständlich auspacken und natürlich auch aufbauen. So sieht es hier nochmal aus. Ne? Mit so einem Korb, Strandkorb-mäßig, so Hängekorb. Dann hier das Zimmer. Cool, 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 cool. So, dann drehen wir das Teil mal um und hier sehen wir die ganzen Teile. Es gibt auch so eine Strandliege, ein Jetski ist auch dabei, Surfbrett ist dabei, ein Handtuch, selbstverständlich. Hier dann so ein, ja, wie nennt man das denn? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. So, und dann haben wir hier ein Bettchen und noch viele, viele weitere Teile. So, Grill ist auch mit dabei. Und jetzt machen wir das Ding mal auf. Und wow, eine Menge ist hier schon aufgebaut. Das Haus ist eigentlich hier schon aufgebaut, Leute. Sehen wir. Auch die Treppe ist schon fertig. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier unseren Untergrund, der wirklich sehr, sehr groß ist. Da kommt das Haus drauf, das Ferienhaus. Werden wir gleich nochmal alles sehen. Und wir sehen hier ein paar, ja, Luxus-Accessoires. Ne? Das Pinke hier kennen wir von der Luxusvilla. Dann sehen wir hier noch die ganzen Zimmerutensilien. Ein paar Pflanzen. Hier sehen wir die Palmen, die wir selbstverständlich auch brauchen. Eine kleine, eine große Palme. Sehr, sehr gut. Wir haben hier die beiden Figuren. Und dann das Jetski. Oh, das Jetski scheint schon ziemlich groß zu sein. Und ja, das sieht doch echt cool aus. Gefällt mir wirklich sehr. Dann haben wir hier noch die Strandpromenade. So, Jetski. Und letzte Tüte. Hier noch sowas. Ne, mit ein paar Kleinteilen. Und in der Tüte finden wir die Bedienungsanleitung für den Aufbau, mit dem wir jetzt sofort starten. Und ihr wisst, bei uns geht das ja ein bisschen schneller. Und dann schauen wir uns am Ende selbstverständlich mal das Luxusferienhaus, das moderne Luxusferienhaus, mal genauer an. Let's go! So, Leute, und hier ist das Luxusferienhaus fertig aufgebaut. Wir schauen uns das jetzt erstmal von der Vorderseite an. Dann drehen wir das Ganze mal um und wir können dann hier oben reinschauen und auch hier unten, ne, da. Aber wir wollen uns das jetzt erstmal hier anschauen. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ein richtiges Luxusferienhaus. Da möchte ich mich glatt niederlassen. Naja gut, wir schauen uns das mal genauer an. Fangen wir hier vorne an beim Sonnenschirm und beim Sonnendeck hier. Irgendwie will das nicht gerade werden. Ich weiß nicht, wieso. Naja, hier kann man zumindest ins Wasser. Und hier haben wir ein, ja, eine schöne Sonnenliege, ne, mit einem pinken Handtuch. Sonnencreme liegt auch schon bereit. Schutzfaktor 30. Gut, gut.
Ne, man muss sich ja vor der Sonne schützen, dass man keinen Sonnenbrand bekommt, aber das ist eigentlich in Ferien ein Muss, ne, auch wenn es nicht so gut ist. Aber irgendwie fühlt sich das dann erst wie Urlaub an. So, wir gehen hier rüber zur Grillstation, wo wir auch eine schöne Palme schon mal haben mit Kokosnüssen. So, und der Grillmeister steht hier natürlich bereit, den holen wir uns mal gerade, den Grillmeister. So, so sieht der aus. Ich glaube, so eine Figur hatten wir bisher noch nicht. Ne, ein bisschen so ein Surfer-Look hat der schon, aber ja, für Ferien, also an diesem Ort, finde ich, bist du ein bisschen zu dick angezogen. Also da wäre eine kurze Hose eher angebrachter. So, wir sehen den Grill, wir sehen die Getränke und natürlich auch die Plattform hier, diese Strandpromenade, so nenne ich sie jetzt mal. So, und wir gehen vor das Ferienhaus, denn da sind die Sachen, die aus dem Grill kommen, schon aufgebaut. Wir haben ein Getränk, wir haben hier das schöne Fenster. Wir haben hier zwei Stühle, ne, einen schönen Tisch und auch wieder eine Palme. Die Palme zeigt uns auch, ne, es geht nach oben. Ne, hier, wir sehen die Treppe, Leute. Das schauen wir uns gleich an. Wir haben hier ein schönes Lichtlein ohne Batterien. Das ist nur zur Dekoration da. Wir haben selbstverständlich ein Surfbrett, Leute. Das schauen wir uns auch an. Ja, ein bisschen zurück. So. Selbstverständlich kennen wir schon mittlerweile. Darf bei so einem Set nicht fehlen. Wir haben das Jetski und die Figur hat eine Sonnenbrille. Leute, ich sehe zum ersten Mal so eine coole Sonnenbrille. Und die ist ja echt sommerlich angezogen. Genau so erwarte ich das in einem Luxusferienhaus oder in einem Ferienhaus. Ein Jetski ist auch dabei. Da könnten wir jetzt auch so einen Playmobil-Motor dran packen. Das kennt ihr mittlerweile auch. Ne? Und hier ein schönes Jetski. So, dann gehen wir mal zur anderen Seite. Da haben wir so einen Korb. Da kann man sich schön reinsetzen. Vielleicht machen wir das auch mal. So, da kann man sich schön reinsetzen, Leute. Ganz, ganz schön. Man kann sich da auch festhalten, ne? Kann das auch drehen, dann zum Strand. Ne, ich glaube, so kann man das nur drehen, ja? Sonst muss man das anders reintun. Wir haben hier eine Pflanze, selbstverständlich. So, und so sieht das hier aus. Ist relativ schnell zusammengebaut, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt dafür 20 Minuten etwa gebraucht. Also für so ein Set geht das wirklich sehr, sehr schnell. Vieles ist schon aufgebaut. So, und jetzt drehen wir das Ganze mal um und gucken mal da oben rein. Da muss auch ein Bettchen und so liegen. Nee, gar nicht wahr, Leute. Sorry, das Bett ist hier unten. Hier das obere Geschoss ist eigentlich zum Selbstgestalten oder hier so ein schöner Balkon. Aber man kann das hier noch selbst gestalten. Man kann da vielleicht noch ein Sofa reinpacken. So, und dann schauen wir mal kurz jetzt nach unten, Leute. Wir gehen mal ein bisschen näher. Ne? Wir haben hier einen schönen Fernseher mit Ferienprogramm. Ne? Ist vielleicht eine Pension hier. Ne? Und dann haben wir hier einen Laptop, natürlich ein Bett für zwei Personen. Da kann man hier gerne noch was bisschen gestalten. Hier haben wir den Ausgang zur Terrasse oder zur Strandpromenade. Und wie gesagt, hier oben, das kann man ja gestalten, wie man möchte. So, Leute, was sagt ihr zum Luxusferienhaus von Playmobil aus der City Life Serie mit der Playmobil Nummer 5636? Wir drehen das nochmal um und dann könnt ihr es sehen und dann war es das. Leute, was sagt ihr zu diesem coolen Luxusferienhaus? Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut und selbstverständlich wird die Familie Vogel hier mal ihren Urlaub genießen. Nur wann das werden wir sehen und wie, das werden wir auch sehen. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Set sagt und gerne auch ein Abo dalassen und auch auf die Glocke drücken, weil dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn hier ein cooles neues Video, ein cooler neuer Playmobil-Film kommt. Leute, das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Korn!